Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Zienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Wieder mit einer Reaktion auf Anschreiben, E-Mails, Facebook, YouTube und so weiter zum Thema, kann ich auch, ohne dass ich Gewichte benutze, ohne dass ich ins Fitnessstudio gehe, Muskelmasse aufbauen? Ganz klar, selbstverständlich, kann man natürlich auch mit körpereigenen Lastübungen Muskelmasse aufbauen. Und zwar bis zu einem gewissen Grad. Liegestütze, Ausfallschritt, Kniebeuge, Rumpfstützen. Wenn ihr zu Hause habt, irgendwo eine Kante habt, Klimmzüge machen könnt. Das sind alles Übungen, die natürlich auch gewisse Reize am Körper fördern. Und dann kommt es natürlich auch, wenn die Parameter wie Belastungszeit, wie Ernährung, wie Schlaf, die ganzen Parameter, die ihr eigentlich schon von mir kennt, wenn diese stimmen, kommt es auch zu einem gewissen Muskelzuwachs, bis zu einem gewissen Grad. Wie viel ihr da tatsächlich aufbaut, ist jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich strukturiert, was auch ein Stück weit eben einfach mit der Grundstruktur des Menschen, der jeweiligen Person zu tun hat. Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall mit diesen körperlichen Lastübungen, was der Turnvater Jan ja auch schon vor 100 Jahren gemacht hat, so mit nichts Neues, wenn es auch im Moment immer in neue Tüten verpackt wird und als neuer Hut verkauft wird und extrem interessant gemacht wird. Es ist klar möglich, nur eben bis zu einem gewissen Grad. Das höchste Gut für einen Muskelaufbau ist natürlich ein gewisser Reiz, ein gewisser Belastungsreiz. Und wenn die Belastungsreize irgendwann einmal nicht mehr steigen, das heißt, dass die Belastungsgewichte einfach in einem Level sind, dass es eben nicht mehr gesteigert werden kann, wie bei den körpereigenen Lastübungen normal sind, dann reagiert der Körper nicht mehr Muskelaufbau. Warum? Dieser Reiz ist dann nicht mehr überschwellig. Der Körper sagt, mit der Muskelmasse, die ich habe, kann ich diese Übungen locker machen. Man kann dann natürlich eben die Pausen verkürzen, man kann die Wiederholungszahlen erhöhen, aber irgendwann artet das Ganze nur noch in ein Kraftausdauertraining aus, was letztendlich nicht mehr massiver macht, was aber die Leute natürlich definierter macht. Und definiert sieht natürlich immer spektakulär aus, logisch, ganz klar. Und deswegen ist es korrekt, mit freien Körperübungen kann man eine gewisse Menge Muskelmasse aufbauen. Wer aber über diesen Grad der Muskelmasse rauskommen möchte, der wird letztendlich nicht drum rumkommen. Und zwar um Gewichte zu heben, um ein ehrliches Gewicht, das entweder zu leicht oder zu schwer ist, von A nach B zu bewegen. Und wichtig ist, dass ich dieses Gewicht mit einer gewissen Technik von A nach B bewege. Und dann werde ich natürlich im Verhältnis zu den körpereigenen Lastübungen die nächste Stufe erreichen, indem ich noch ein Tick mehr Muskelmasse aufbaue. Wer ist dann, wenn alle Parameter außenrum stimmen, die ich jetzt nicht nochmal extra erwähnen möchte, wenn alle Parameter außenrum stimmen, dann werdet ihr im Laufe der Zeit immer dann, wenn ihr eure Belastungsgewichte, eure maximalen Belastungsgewichte erhöhen könnt, das heißt die sogenannten maximal gehobenen Lasten und die gesamtgehobenen Lasten. Maximal gehobene Last ist das, was ich zum Beispiel Schrägbankdrücken mache, Flachbankdrücken mache, Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge, was auch immer. Und die gesamtgehobene Last ist eine Trainingseinheit zwischen 45 und 60 Minuten, so und so viele Übungen, so und so viele Wiederholungen mit dem Gewicht ergibt summa summarum zum Beispiel 17.250 Kilo in einer Trainingseinheit. Und wenn ich das dann durchrechne und feststelle, dass ich 3 Monate später bei exakt gleichem Training, exakt die gleichen Belastungen bewege, gesamtgehobene Last, maximal gehobene Last, auch dann wird es hier nicht mehr zum weiteren Muskelaufbau kommen. Der limitierende Faktor für einen Muskelaufbau ist nicht, beziehungsweise der limitierende Faktor für die Kraftleistungen ist nicht zwangsläufig der Körper, sondern ganz klar ist es als erstes mal das Gehirn. Der Muskel ist das Organ, der einen Befehl ausführt. Der Befehl kommt vom Gehirn und wird vom Gehirn gesteuert und wird dann eben an die entsprechenden Muskelfaserbündeln weitergeleitet. Wenn ihr also euer wichtigstes Instrument, euer liebes Hirn, das nicht nur zum Rechnen und zum Schreiben da ist, einsetzt, um euch maximal zu konzentrieren, dann werdet ihr auch im Laufe der Zeit eure maximalen Gewichte bewegen. Irgendwann kommt natürlich bei jedem Menschen der Punkt, wo eben diese maximalen Lasten nicht mehr erhöht werden können.
Dann kann man natürlich ganz klar am Parameter arbeiten, wie zum Beispiel bei Pete Force, indem man dann mit einem Gewicht, wo man 8 Wiederholungen sauber absolvieren kann, zum Beispiel bis zu 20 Wiederholungen macht. Auch das ist dann wieder ein neuer Reiz. Das ist nicht der reine Kraftausdauerreiz, wo man mit wenig Gewicht viel Wiederholung macht, sondern man macht mit einem Gewicht, wo man es nur 8 Wiederholungen schafft, 8 sauber Wiederholungen, ganz klar bis zu 20 Wiederholungen. Somit hat man auch einen Anreiz. Somit kann man das Ganze auspendeln und kann natürlich dann von Körpertyp zu Körpertyp an seine maximale Grenzen kommen. Das war's, Andreas Thienbacher, zum Thema Genetik, Wille, was auch immer. Zum Thema, was kann man erreichen, was ist möglich, wie weit kann ich meine Kraft steigern. Personal Trainer Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, deine Fitness, meine Aufgabe.